Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, ich kann es bei Gott auch nicht fassen, aber wir sind zurück in Graft Attack. Oh mein fucking Gott. Und aus irgendeinem Grund steht meine komplette Base unter Wasser. What the fuck? Was zum Fick ist das hier? Okay, geil. Mein Plan war eigentlich für heute, diese Base fertig zu bauen. Ja, ich glaube, wir haben als allererstes eine andere Quest. Und Basti ist auf dem Server. Wir gucken mal, ob er hier... Oh mein Gott, Bro. Graft Attack ist tot. Oh mein Gott. Ich bin hier, um ein bisschen Graft Attack zu zocken. Au! Alter, hey, was machst du hier auf meinem Server? Was machst du in meinem Gebiet, Junge? Junge, das ist mein Gebiet. Was geht Servernetzwerk? Bitte gehen Sie. Oder was geht ab? Was, wer ist er? Ja, wer zum Fick ist Herbert, Bro? Wer ist er? Hey, wo seid ihr gerade? Wir sind im Schwimmbad. Bei mir in der Base, ja. Oder das, ja. Base-Bewertung ruft. Oh nein, nein, nein. Ungünstig. Kevin, ich komm mal rum kurz. Fabo, ungünstiges mal gucken, Timing. Die Butze ungünstiges Timing. Dieses nee, Timing. Nee. Wir ich hab jetzt lange genug gewartet. Ich hab nicht sauber gemacht. Ich hab nicht sauber gemacht. Bro, Record. Nein, Bart! Ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass du diese Staffel ernst nimmst und so weiter, ne? Dass du jetzt am einen. Also, dass du jetzt. Was hast du dir dabei gedacht? Bruder, das war ich nicht. Das war irgendwie Veto oder so. Er war Wellnessurlaub. Er wollte es ja auch so haben. Ey, aber ihr könnt mir auf korrekt kurz helfen, wenn ihr wollt. Ja, dann hast du ja was zu tun. Leute, wenn euch die Folge bei Papa Platte gerade gefällt, dann lasst doch mal irgendeinen Like da. Heute werden wir uns mal darum kümmern, meine Base zu entwässern. Ich hab ein bisschen, weißt du nicht, Hochwasser im Keller. Ja, ich würde die Base so lassen, vielleicht noch in die Luft sprengen und dann einfach angucken, was abgeht. Boah, in die Luft sprengen wäre natürlich schon auch cool. Ja, komm, gib dir mal einen Ruck. Nein, 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 wenn sie fertig ist, wenn sie fertig ist. Jojo. Der wird heute mehr Blöcke entfernen als platzieren. Nein, 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 shut up. Shut up, es ist nur der Anfang. Ey, lass es wirklich sprengen. Nein, hört mal jetzt auf, das nicht zu sagen. Diese Base wird fertig geworden. Ich habe versprochen, dass dieses Craft Attack. Ich habe 1000 Euro Böller gekauft und jetzt zünden wir die nicht. Schön bei Aldi 4 Stunden gewartet. Ich habe angestanden mit dem Zelt um 6. Ich hab den Leuten versprochen, dass ich diese Base zu Ende baue. Die Leute erwarten das jetzt auch. Bro, ein Scheiß erwarten die Leute. Ich kann die Leute nicht enttäuschen. Bro, hör auf jetzt auf einmal so zu reden, als ob das jetzt so ein Quality-Siegel bei irgendwie Papa Platte gibt. So als ob das so, yo, ich kann jetzt nicht im Stich lassen. Was? Nein, nein, natürlich gibt es ein Qualitätssiegel, was zum Fick laberst du? Mann, Bro, jeder wusste, als du halt nach einem Tag 1 erzählt hast, dass du das Ding halt, als du sagst, du wirst das Ding zu Ende bauen. Bro, ich weiß doch, deine Minecraft, deine Let's Play-Phase. Weißt du, was du da für Sachen angekündigt hast, Bro? Das weißt du alles gar nicht mehr. Was habe ich da angekündigt? Bro, du hast Tweets gemacht, ob du die Folgen in Slow Pace oder wie sollst du es machen? Du hast geredet, als ob du 3 Jahre daran arbeiten wirst. Ja, aber da sah ja noch aus wie Mr. Bro. Beast. Oh mein Gott, ist das krank, hier. Jungs, ich geh wieder. Na, zieh doch Leine, Junge, hä? Geh doch wieder, hä? Zockt er da deine ganzen. Naja, ich sag's lieber nicht. Hör mir auf. So, alright, Base ist geklärt. Puh. Ja, und jetzt. Das war ja schon anstrengend, Männer. Hä, du hast den Rabattcode! Was? Bro, als ob er den Rabattcode einfach hat. Mann, er ist so ein Lacker. Du sparst 10%! Was ist das? Beim Prankshop von Iosa, Alter! Ja, Glückwunsch! Ab zum Shopping District. Ey, hau mal einen Prank raus jetzt. Komm, lass mal mich hingehen. Willkommen im Shopping District. Hier wirst du alles, was du brauchst, für günstige Diamanten erhalten können. Möchtest du eine Schalker-Kiste kaufen? Dann zeige ich dir den Shop. Nee, das ist dein eigener, die brauche ich nicht, danke. Brauchst du Holz? Nee, auch nicht. Hä, wie, der ist übergroß. Lil Bro dachte Apple Store. Wer ist das? Wer hat das gebaut? Heiko Carscrafter. Aber ist echt ganz geil gemacht. Du kannst, es gibt voll den geilen Bezahlmechanismus, der... Ja, super. Super einfach zu verstehen ist, auch für... Alter, machst du mich sauer. Ja, wir gehen einfach. Ich würde sagen, wir gehen einfach. Ja, ja. Hier drüben hast du noch den Shop in Trimax? Alter, dem Huhn ist schlecht. Achso, was? Das! Ich dachte da hinten irgendwas! Das hier ist der Shop! Was gibt's hier? Nix. Ich glaube, der verkauft frische Luft. Dieses EC-Gerät wurde gesponsert von Bamboo Bay. Ja, das sind die scheiß Piraten, die mir damals gesprengt haben. Achso, okay. Was ist der Shop von Trimax? Das hier oder was? Nee, das ist von Riole, der Eiershop. Warte mal, war das jetzt diese Kiste war der Shop oder was? Trimax hat dieses Jahr irgendwie auch nicht so viel gespielt. Aber es gibt auch sehr vorbildliche Shops, wenn du zum Beispiel mal mitkommst und mal den Raketenshop abchecken willst. Der ist schon sehr, sehr krass gemacht. Da bräuchte ich auch gerade welche. Nee. Hast du Padias parat? Lass mal kurz landen. Alter, was? Das sieht echt krass aus hier. Das ist die Zukunft. Alter, holy shit. Alter, das ist krass. Das sind so LED-Signs und so. Ja, ja.
Bro, wir sind in Minecraft. Das ist heftig. Bro, wir sind in Minecraft. Ja, okay. Schnapp dir mal ein paar Dias. Also ich würde mal einfach ein Stack kaufen. Mach mal ruhig, kauf mal drei Stück. Und leg mal jetzt einfach die drei Dias hier in das Bezahlsystem. Hier. Drei Stück? Leg einfach alle einfach reinlegen und dann gehst du aus der Dings wieder raus und beobachtest einfach mal, was passiert. Oh! Was? Ey, funktioniert hier auf dem Server irgendwas? Bro, dass nicht mal das aktuell funktioniert, ist echt nicht so ein gutes Zeichen. Du hast zwei tote Hühnchen bekommen. Du wurdest verarscht. Naja. Du hast einfach Chicken Wings bekommen. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Shop, Leute. Naja. Ich finde, der coolste Shop ist Debitors abgeschlachtetes Schaf auf dem Shopping District. Ja, lass mal doch nochmal hingehen. Ja, das ist echt ganz, komm mal mit, das ist ganz kranke Scheiße. Das ist echt krass. Oh mein Gott. Ich hab Leiden bekommen. Kevin, hast du die Chickens reingepackt? Dann hat's ja funktioniert. Du hast nur ein Tier reingelegt. Das erkennt die Items, ne? Nee. Ich wurde gescannt und zwei Tiers. Hallo, stopp. Du wirst bestraft, ich bin hier. Aua, Basti. Autschi. Ja, okay, ihr habt mich. Was wollt ihr machen? Mich in den Crafted-Knast stecken? Nee, aber vielleicht geht's dir irgendwann mal so wie das Schaf da drüben, ne? Boah. Ja. Das hier hat Demitor gebaut, oder was? Komm, Alter. Jedes Jahr. Weißt du, was hier verkauft wird? Das Schaf wird jedes Jahr total abgeschlachtet. Sag mir bitte nicht Fleisch. Wolle, oh mein Gott, Bruder. Bro, er ist zu tief drinne, Mann. Wir sind gerade in Grippe drin. Das ist kranke Demitor-Scheiße, Mann. Der sitzt da in seinem 1 Quadratmeter Gaming-Setup, Alter. Und baut das hier. Er kann sich nicht mehr umdrehen. Ist das krank. Dieses Video ist wie so 15 Jahre alt. Nee, er sitzt da immer noch drin. Digga, er sitzt da immer noch passiv. Ey, bevor wir weitergehen, ich hab noch diesen Gutschein, Leute. Ja, Bro, der hatte jeder. Nein, Prankshop. Digga, so, ja, Prankshop. 10% okay. Neueröffnungsgutschein. Der wurde letztens weggesprengt, glaube ich. Oh. Ach, hier, nee, aber das ist es. Hier. Na dann. Der Prankshop. Anleitung für einen Prank. Hier ist eine Anleitung. Dann mal rein in den Prank-Shop. Hier ist eine Anleitung. Okay, Anleitung für einen Prank. Schaffst du's? Alter, bist du scheiße? Mann, Maul. Ich hab lange nicht gezockt, Alter. Kreative Pranks für jedermann für einen kleinen Preis. Hallo, wie kann ich helfen? Einen Moment, ich will mir ganz kurz die Anleitung einmal durchlesen, ja? Regeln lesen? Ja. Boah, ich hab's nie vergessen, irgendwie ein Crafthack 9 oder so. Als du auf den Server joinen wolltest, aber man musste dafür die Regeln lesen und in den Regeln stand, dass man halt ein Codewort an Spark schreiben muss und Spark zu dir schreibt, hey, hast du die Regeln gelesen? Du sagst, ja, hab ich. Und das einfach damit der Beweis war, dass du einfach nicht die Regeln gelesen hast, weil du kein Codewort geschrieben hast. Ich hab die schon gelesen, aber ich hab sie grob überflogen, sag ich mal. Ja, der Chiller. Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus. Pranked. Ich weiß nicht, ob das noch so ganz up-to-date ist hier. Also, hier ist jetzt halt der Prank-Titel Eierlecker drin und Preisvorstellung ist nix. Wer soll geprankt werden? Du. Möchtest du mithelfen bei Prank? Nein. Hey, schreib, wen willst du denn Prank? Was passiert hier gerade? Was ist das? Dein Vorschlag für den Prank leckt meine Eier. Was ist das? Ja, ich würde sagen, lass uns eine kleine Rundtour jetzt machen, oder? Würde ich sagen, dann gehen wir als allererstes in den schönsten Bereich des gesamten Servers. Wir bewegen uns in Richtung Nordwesten! G-H-G! G-H-G! Von wem könnte dieses Meisterwerk denn sein? Falls Mann, warum ist denn nichts fertig, was wir hier sehen heute? Ich weiß, von wem das ist. Das ist von meinem guten Freund Heckenbergen, oder? Das ist von Henke. Das ist von Henke? Bruder, wie lange hat der gespielt? Einen fucking Tag? Zwei. Ja, kleiner Vorgeschmack auf jeden Fall für das, was dich heute hier so erwartet. Danach gehen wir mal hier zu diesem großen schwarzen Kasten. Oh mein Gott, Bruder. Du hast es ein bisschen zu gut angepriesen mit, das ist der beste Bereich. Aber da ist safe irgendwas Geiles drin, oder? Ja, ja. Safe. Moin. Ja.
Ja. Hey, ist ja voll nice. Ja, fresh. Wir können uns nochmal ganz kurz die sieben Weltwunder von Norris angucken. Jo. Ja, die sieben Wochen wird er Craftic spielen, sieben Weltwunder wird er bauen. Am Ende ist es tatsächlich ein Kolosseum geworden in einer Woche. Hat er nur eins von sieben gemacht? Er hat eins von sieben gemacht und ich habe ihn seit Tag 6, glaube ich, nicht mehr gesehen. Bruder, stark. Cool, ja, aber das, ja, es ist auch ein bisschen hochgesprengt inzwischen, aber ich finde es sehr geil. Es ist schon sehr cool. Nee, das war Absicht. Also das Kolosseum ist ja wirklich auch zerstört. Ah, okay, dann ist es helle Arsch. Wir gucken uns mal, wie er seine Base als letztes zeigt, damit wir dann am Ende so sind. Oh mein Gott, wie heftig passt die. Fabo, du weißt nicht, warum ich hinfliege, oder? Safe Call. Also wichtiger. Wir waren legit bei seiner Base gerade. Das ist die Base von wichtiger. Wow, das ist aber süß hier. Diese Schaukel ist ehrlich süß. Nee, das war's. Das ist ja krass. Was ist hier alles? Ist das hier so der Eingang? Naja, nee, komm mal hier hoch. Ja. Und das war's. Ach so, das ist es schon? Ja. Hier steht aber Gommes Baumhaus. Ich glaube, wichtiger hat es am Ende Gomme verkauft, weil er ein Video gemacht hat, dass er aus dem Chat alles machen muss, was dort geschrieben wird. Für was hat Gomme gekauft? Ein Emerald, Bro? Digga, das ist überarsch. Das ist ja nichts. Das Boss in 10 Minuten. Das Haus ist halt legit, das sind drei Setzlinge. Wenigstens ist die Base fertig. Meine wird auch fertig sein. Trust me. Du wirst in den nächsten 2,5 Stunden, wirst du halt von der Zeit, die du in Minecraft bist, du wirst jetzt halt noch eine halbe Stunde mit uns jetzt die Basen angucken, dann sagst du, okay, jetzt baue ich meine Base weiter, dann wirst du ein paar, weiß nicht, 17 Links abchecken, insgesamt 20 Minuten in Minecraft halt wirklich was bauen und wirst am Ende sagen, okay, ist jetzt nicht fertig geworden, ich will nicht so spät heute noch streamen, deswegen bin ich jetzt mal raus heute. Das wird so nicht passieren, Chimmer. Wer auch dieses Jahr sehr viel Spaß hatte, war unser werter Freund und Kumpel, man sieht schon an dem Trollface, GomHD, der auch wirklich den besten Nachbarn jetzt hier mit Stegi hatte, der einfach nochmal eine riesige Basaltwand eingebaut hat. Das scheiße aus. Mein Gott, sieht das scheiße aus. Wir haben hier auch natürlich den legendären Nachtclub, wo du nicht dabei warst, Kevin, was hier für Abende schon alles passiert ist. So mein Gott, ihr habt einen Club? Klar, ich habe so einen Clip gesehen, da lief irgendwie so Basti, der Pascha neben gesungen hat oder so, ja. Real Talk besser als jeder Club in Köln. ist nicht mal ein Joke sogar. Ey, nervt null. Ich finde es so nervt übertrieben. Ist eine alte Anlage. Stell dir vor, du bist in einem Club und die rödelt richtig so, Alter. Wie unchillig. Ist aber ehrlich schon ganz cool. Also mit Voice-Chat konnte man hier halt so kranke Scheiße machen, das war schon ganz cool. Ja, ich check, oh mein Gott. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würden wir so durch Tschernobyl laufen, so eine verlassene Stadt, so, wo irgendwo so eine Naturkatastrophe war vor 70 Jahren. Ja, und hier alles lebt jetzt ist leer und überall ist ein bisschen was kaputt. Ja, genau. So, wir laufen hier so durch und gucken uns das alles so an. Guck mal, hier unten zum Beispiel, du kannst dir mal ein Boot schnappen, du kannst mal hier jetzt auch nochmal eine extra gebaute Eisstrecke und so. Das war echt sehr, sehr, sehr Alter, cool. Alter, yo! Ich begrüße Sie zur diesjährigen Meisterschaft. Wir haben als Kontrahenten Papa Platte und Fabo. Falsche Richtung. In die Richtung geht's. Also, ja. Und die beiden werden sich heute battlen in einem großen Kampf. Es wird sich heute der Meister der Ice Boat Crafted Pack Championship entscheiden. Auf mein Signal werdet ihr zwei Runden fahren. Wer als erstes nach zwei Runden wieder durch die Ziellinie gefahren ist, gewinnt. 3, 2, 1, go! Aus dem Weg! Die Bande gerast! Oh nee, Digga. Katastrophe, oh mein Gott. Alter, Katastrophe. Was ist denn mit dir los? Alter, was machst du? Hä, Kevin? Was? Der trollt? Mann, Leute, das ist gar nicht so einfach. Basti, geh raus. Der trollt ja echt, oder? Wolltest du mich gerade nachmachen? Oh mein. Hey, ich bin sogar gerade am Trollen. Pass auf den Warden. Digga, er fällt gegen den Warden. Boom! Hey, man muss zwei Runden fahren. Zwei Runden, Bro. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Und ich bin fertig! Digga, was? Also, in einem Zwei-Runden-Race von wirklich dem anderen Teilnehmer überrundet zu werden, ist echt hart. Ey, Jungs, ich bin nur noch nicht warm. Gib mir mal gleich noch ein Match, warte. Bro, der ist in Craftic 12 fertig, ne? Ja, geil! Geil. Nojo, finde ich wirklich sehr geil. Ja, also es war halt richtig gut. Ne, es ist jetzt halt so ein bisschen auf alles war nicht fertig und so, aber Bro, wir hatten halt wirklich. Das war schon wirklich krass. Nein, das hier sieht nach Ultraspaß aus. Das finde ich mega sick, dass ich das verpasst habe.
Ganz kurz, aber bevor wir über die geilen Sachen weiterreden, wir müssen auch mal über die schlechten Sachen reden. Was zum Fick ist diese Riesenwand hier? Das ist dasselbe, boah, ich finde, aber... Das Auge wäre cool, aber... Boah, sieht schon... Also, ich finde das nicht so bad. Ist er nicht fertig geworden oder findet er es optisch nicht so cool einfach? Naja, würdest du sagen, ist es fertig geworden? Naja, innen drin nicht, ne? Aber ich finde, diese Eingänge sind schon sehr mächtig. Boah, aus. Guck mal, das hier, wo ich gerade stehe, hinten, das ist so typisch, Stegi. Das siehst du überall auf dem Server, überall diese kleinen Hütten, bei denen er sich immer einbaut, wenn er AFK war und nie komplett abbaut. Hi. Weil er sich dann immer einbaut. Und dann TikToks sagen, geguckt hat. Ja, ja. Die siehst du überall, auch bei mir in der Base, überall. Oh mein Gott. Die TikTok-Häuser. Das sind die TikTok-Häuser. Junge, die sind hier überall, True. Die sind sogar an den Wänden. Ja. Oh mein Gott, True. Da oben. Ist das krank. Ja, aber das Event hier unten war zum Beispiel auch sehr cool. Das war ja, Mann, das war schon krass. Stege da gemein, sich echt Mühe gegeben mit so Events und so. Das war ja schon sehr dazu geil. Dazu kam, by the way, nie ein Video. Das ist auch nochmal das Geilste war auch, wo wir die Autos wozu kam nie ein Video? Ja, zu dem da unten. Da kam nie ein Video. Kein Video? Ich glaube, da kam kein Video, ne? Ah, ja, moin. Ja, die Outfits, die wir füreinander bestellen mussten, war auch geil. Was war da? Was habt ihr gemacht? Ihr habt so Gewicht, ihr habt so Outfits gewichtet. Du warst da auch dabei. Oh ja, was? Du musstest, für wen musstest du nochmal kaufen? Oder ein Outfit raussuchen? Ich hab das noch nie gehört, was ihr gerade erzählt. Du warst hier schon doch. Von der gestrigen Meinung. Wir haben ausgewürfelt, wer für wen ein Outfit holt. Erzählt. Das war ganz weit am Anfang. Dann ist halt aber nie passiert. Was? Ja, ich durfte nicht mitmachen, weil ich mich nicht zeige. Natürlich. Ey, Bro, aber ich sag dir auch ehrlich, Basti, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du jemanden ein Outfit raussuchst. Das sieht sicherlich ziemlich beschissen aus. Bro, du hast mich so gehatet, ne? Aber am Ende, so wie immer, abgeliefert. Bro, man muss wirklich sagen, Basti hat abgeliefert in diesem Outfit-Video. Wir gehen zu Maluna. Zu Maluna und Mango. Maluna hat hier richtig ihr kleines Dorf, ihr kleines Domizil. Das ist super sweet. Weil man merkt so voll, wie sie voll Bock hatte, irgendwie so voll viele Sachen zu bauen. Ja, ja, ja. Das habe ich schon so ein bisschen gesehen. Diese fliegende Ente. Ja, das ist sehr, sehr süß. Möwe. Aber auch der Weihnachtsbaum ist nice geworden. Wow. Was ist denn das hier? Wow, der Weihnachtsbaum sieht auch echt nice aus. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, hier mit so Herzen. Oh mein Gott. Ja? Wie smart. Boah, hat sich auch voll eingerichtet. Boah, geile Butze. Alter, yo. Einfach so ein Airbnb hier. Kannst du vermieten, die Scheiße. Boah, mal ein bisschen Abwechslung, kommt mal mit. Hier drüben haben wir von Mango. Vielleicht hast du es damals auch noch mitbekommen. Oh mein Gott, er hat aufgegeben, oder? Was hätte er sollen? Er wollte League of Legends bauen in Minecraft. Oh mein Gott. Ist das krass. Aber es ist doch eigentlich, also warum hat er aufgehört? Weiß ich nicht, aber ich verstehe es. Wir können mal zu Heiko Carscrafter. Oh ja, ja, da freue ich mich drauf, der große Cobblestone-Kasten. Ja, der ist mittlerweile nicht mehr auf dem Full. Alter, sieht echt aus. Oh, Alter, heftig. Sehr, sehr heftig. Alter. Vor allem hat er auch sehr, sehr kranke Maschinen da drin. Muss man von der anderen Seite gucken. Ich glaube, die Seite ist schon noch mit oxidiertem Kupfer und so. Das ist schon, hat er sich schon was auf jeden Fall krass. Warte mal, ich will mal kurz in der Mitte anhalten. Hier? Ne, wo? Alter, what the fuck? Aber das dauert auch noch, bis der komplett fertig ist, ne? What the fuck? Ist der noch aktiv am Zocken? Ja. Soll dieses Gerüst da drumherum sein oder ist das zum Bauen? Das ist zum Bauen. Es sieht so aus, als hätte so ein Schurke irgendwo im Nirgendwo sich so eine übelste Hütte hingezimmert, um von da die Weltherrschaft so an sich zu reißen. Okay, chill. Nein, Real Talk, das ist krass. Es ist halt eine krass durchdachte Map halt. Also ein krass durchdachtes Building Design. Insgesamt. Ja, auf jeden Fall. Im Vorgarten guckst du in Richtung Osten, da siehst du hier auch nochmal die krasse Villa von Noria. Ja, yeah, so eine geile Base, Alter. Warte mal, diese Cobblestone-Wände? Ja, diese Cleanstone-Wand. Bruder, was? Er war so oft bei mir und wusste nicht, was er machen soll. Mann, und das ist seine Base? Sobald jemand auf den Server gejoint ist, ist er da hingeflogen. Der hat keine Zeit zum Bauen. Alright, amigo. Dann würde ich die Gelegenheit nutzen, eventuell dich zu introducen zu diesem, würde ich sagen, bemerkenswerten, absolut gigantischen, großen und erfolgreichen Bauprojekt. Es gibt hier ein riesiges Natur. Wir haben doch aber schon meine Base angeguckt. Die Basti-GG-Base! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott! Ich muss jetzt so erklären, das hätte ich noch nie gesehen, Bro. Ich gucke gefühlt jeden Abend nach meinem Stream dein Stream. Ich weiß genau, wie es aussieht. Das ist die beste Base ever! Okay, Bro, es ist aber wirklich. Nee, ich bin doch ein bisschen outdated. Es ist schon weitaus voller, als ich dachte.
Du kannst mal, also was halt auch ziemlich spät dazu kam, waren jetzt halt diese vier Haupteingänge. Du bist jetzt hier bei der Schatzkammer zum Beispiel. Hier ist ganz irgendwas fertig, Trampeln. Aber... Ja, da kommen wir gleich hin. Da kommen wir sind gleich das Endermänner da unten? Ich zeig dir gleich, komm mal mit. Okay. Hier ist zum Beispiel die Schatzkammer. Ja, ich finde, die sieht ein bisschen low aus. Alter. Meinst du das ernst? Also ja, die finde ich nicht so fresh. Wie bist du? Was hast du gesagt, ne, Kleiner? Hey Leute, Mann, die Base sieht halt nicht so cool aus, Mann, was soll ich sagen, Alter? Hab mal die Fresse. OG, ich hab kein Leben mehr. Ja, ja. Boah, krank, Junge. Ach, nö, Digga. Och, Mann. Was wolltest du sagen, wie sieht die Base aus? Ja, die Base ist mega geil. Und mehr oder weniger das Herzstück der gesamten Base, und ich find's gerade, wenn man von unten nach oben guckt, fast schon am heftigsten, weil es einfach so krass voll ist mit so viel. Ja, wenn du jetzt halt von hier unten nach oben guckst, ist schon, finde ich, unfassbar geil. Und das Besondere ist halt... Achso, oh mein Gott, ja, oh. Bro, diese Säulen kommen halt böse, ne? Dieser Baum da an der Seite kommt auch überhart. Mach mal Fullbright aus, dann siehst du nochmal... Ja, ist. Wenn du mit Freecam mal hochfliegst und wenn du wirklich von oben in dieses Loch reinguckst, ich finde, das sieht so krank aus ohne Fullbright. Ja, Mann, ich check, was du sagst. Ohne Fullbright ist krass. Das Geile ist halt... Sieht's viel cooler aus als so. Das Besondere an der Base ist ja, dass es ja auch einfach noch insgesamt ist das gesamte Loch ja auch eine riesige Schatzkammer, die das wichtigste und wertvollste Item auf dem gesamten Server halt eben beschützt, und zwar das Drachenei. Und du hast es, glaube ich, gar nicht nie gesehen. Ich habe das Video geguckt, ich habe das krasseste Item auf dem Server oder so von dir. Möchtest du mal probieren, das Drachenei zu klauen? Ja. Das Drachenei ist im Maul. Digga, was? Ey, mach mal ein Bett hier hin. Digga, wer sind die Kollegen? Du kannst auch nochmal nach unten gucken. Kevin, leg dich ins Bett. Ja, da sind ein paar Wither-Atzen. Du hast die, ja, Erlaubnis tatsächlich erst zu klauen. Okay, also ich gehe jetzt hier hin. 3. Warum ziehst du was runter? 3. 1. Ja, aber die bleiben doch da drin, oder? Ja. Die bleiben da drin, ja. Du musst halt ins Maul irgendwie reinfliegen und dann das halt irgendwie so rechts klicken, ne? Groß Neues. Okay, ich verstehe. Ah, jo, perfekt. Bruder, du hast die unten umbenannt, dass da steht, was slain bei Drachenei Wächter GHG. Nein. Also. Haben die alle einen Namen? Ja. Ups. Niemals. Oh mein Gott, ist das krank. Wie heißt er? Die heißen alle so? Jo. Das Ding ist halt, du hast hier zwei Leute, die beide null Tode haben und es eigentlich behalten wollen. Also wir können dir echt nicht so viel helfen jetzt gerade beim Stuff. Ich werde da halt legit nicht runtergehen, ne? Das Zeug ist weg. Ey, Jungs, das ist nicht euer Ernst. Das sagt ihr mir jetzt! Ja. Wo sind die Items? Ich sehe die nicht, wisst ihr? Eher da. Guck mal, da links. So, in die Richtung da. Naja, da liegt das. Man hört mich noch, oder? Oh mein Gott. Bruder, das ist impossible. Die Items sind gone. Du musst einfach mal den Stuff einmal einsammeln, auch wenn du stirbst, aber nur damit es halt sozusagen neu gestackt ist, dass es wieder neue 5 Minuten sind. Ja, da solltest du, ja, und jetzt musst du nicht so hochbauen, nicht so, und jetzt einfach mal, Bro, das einmal einsammeln. Einmal durchrennen. Und dann einfach wieder. Oh mein Gott. Ja, ich hätte fliegen sollen. Kannst du schaffen. Ich wollte halt alles haben. Ich dachte halt, ja, ich lieber aber erst mal den Reset, you know? Oh. Du kannst häufchenweise, wenn du ein paar Items hast, einfach nach oben. Oh mein Gott, warum ist das so? Bruder, auf einmal ist das hier so eine Game-Show geworden, wo so zwei reiche Craft-Attack-Bewohner einem armen, mittellosen Mann zugucken, wie er mit der Elytra die ganze Zeit in so ein Ultra-Loft fliegt, Bro. Was eine kranke Scheiße, wirklich. Was für ein Spielchen treibt ihr hier in der Craft-Attack-Insel, hä? Hey! Ey, Bruder, hier ist einer ausgeblitzt. Mach deinen Job! Hier ist einer ausgeblitzt. Du warst lange nicht auf dem Server, das ist deine Strafe. Kranke Scheiße. Wollen wir helfen? Ja, nein? Kapitalismus, naja, was soll ich sagen? Er kriegt's hin. Ich brauche euch nicht. Ich mach mal was. Ja. Ja, jetzt weg, jetzt einmal weg. Ja! Dazwischen. Okay. Ja, noch viel, da ist noch. Okay, aber ich hab die ersten Sachen secured. Ja, und die Leute da weglocken.
Okay, jetzt fehlt nur noch der Helm. Oh mein Gott, 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 Unfall, Unfall, Unfall. Au. Okay, dann machen wir weiter mit unserer Tour. Ey, aber nee, ganz kurz, wo sind denn jetzt halt vom Ding her meine Sachen, Leute? Ja, in der Kiste hier unten, oder? Ah ja. Nein, 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 Basti, nein! Nein, stellen Sie wieder hin, stellen Sie wieder hin, stellen Sie wieder hin, nein, 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 hey, nein, bitte, nein, 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 oh mein Gott, nein, bitte play sie, oh Gott, schnell raus. Gut, dann lass uns mal weiterziehen und wir gucken uns mal bei deinem sehr, sehr hochgeehrten Freund und Podcast-Kameraden. Oh mein Gott, bei Rietzmann? Ja, das ist mein Nachbar und hier haben wir eine Kugel, eine Kuppel. Wait, aber ich war vor 2-3 Wochen schon mal hier, da sah das genauso aus. Ja, das hat dann wohl naja, den Grund. Reese hat in 2 Tagen das gebaut, was Kevin in Craftech 8 in 2 Wochen gemacht hat. Wow, was macht der mit dir? Wow, chill mal jetzt. Digga, die Wasserbase war legendary. Also war die größer, Bro, das ist eine Mini-Version hier. Okay, komm mal mit und sag mir nochmal, dass deine Base Craftech 8 größer war. Ja, okay. Ja, okay. Nee, ja, nee, so, das ja, war so groß war die, ja, okay. So groß war die? Weißt du, wie groß deine war damals? Wie? Mini. Pequeño. Pequeño. Ich bin irgendwie auf den. Ich bin heute auf den Craft Attack Server gekommen und wollte so ein Stück weit Nostalgie, Freundschaft und Spaß haben. Und stattdessen habe ich bekommen, beleidigt. Du bist ein kleines Hütchen und bist am Heulen. Oh, ich hab keine. Gib den Ruck, Junge, komm, es geht weiter. Dieser scheiß Schickenkopf. Kranke Scheiße. Kranke Scheiße, ey. Hier Richtung Westen, die hatten wir auch nochmal gebaut mit Heiko. Ist das Mob-Farm? Also Mob-Farm oder was? Piss dir morgen den Drink, Alter. Sehr geile Mob-Farm, die ist unfassbar krass. What the fuck? Die in einer abgespeckten Form damals in Level Baller gemacht. Oh, das ist trippy, wenn man da durchfliegt, what the fuck. Alter, die Soundlags und so. Oh nein, nicht durchs Portal gehen, nicht durchs Portal gehen. Nein, Latten. Oh nein. Nein. Bist Palette. Du durchs Portal gegangen? Erst durchs Portal gegangen. Ist jetzt die ganze Farm down? Nee, er muss einfach nur eigentlich... Da, die ganze Farm ist kaputt. Retox sagt, dass er jetzt mal Heiko ins Gesicht. Ist die Farm down jetzt? Ich hab schon. Ja, man muss das Portal halt... Kann Kackler auch mal reden? Er ist durchgeflogen, er würde sonst ansonsten reden, er ist so readable. Kackloch. Kacken. Kackloch. Kann Kacken ja. Auch mal reden. Ey, auch so geil, ey, olle Farbe, ey. Ja, also okay. ich wurde auf jeden Fall teleportiert. Kannst du das Portal abbauen da, wo du durchgegangen bist? Ja, kann ich machen. Dann sollte eigentlich alles fein sein. Ja, dann und dann komme ich wie zurück? Ja, ich kann dich abholen. Ich glaube, ich finde raus. Ich glaube, da haben Leute Netherite gefahren, Bro. Ey, super. Feierabend, ja? Mama, ja, Leute, wird es euch gefallen mit der Folge, ey, dann sagt doch mal, lass mal ein Like. Nächstes Jahr bauen wir dann eine Base. Feierabend, wie das duftet. Herzhaft wird sich einfach gut. Leute, lass uns meine Base hochsprengen. Ja! Was soll ich euch sagen, Bro? Ich hab's verdient, Mann. Geil. Ich hab's verdient, diese Scheiße wird nicht fertig. Bro, es ist auch, ich darf die Base nicht fertig bauen. Es muss weiter so sein, dass die Base von mir nicht fertig wird. Versprochen, die nächste Craft Attack Space in Craft Attack 12 baue ich zu Ende. Wenn du es nicht schaffst, musst du 2 Mitsubishi Space Stars verlosen. Bro, die sind überarsch. Die will keiner haben. In diesem Fenster, wo so ausgebaut wird, steht so niemand drin. Man kann einfach ein Auto gewinnen, aber man will das nicht, weil es ein Space Star ist. Da ist halt einfach nur so der Fossabot drin, Digga. Einfach so der... Ja, okay, das ist mein erstes Auto, was ich hatte. Okay, wenn ich die nächste Craft Attack Base nicht zu Ende spiele, verlose ich 2 Mitsubishi Space Stars. Hä, wie viel kostet so einer? Okay. Bestrafung, was die GHG. Kannst du 3 machen? Ich nehme den. Also, ich glaube. Oh mein Gott, nein, oh mein Gott, die sind ja überteuer geworden. Inflation, einen. Bro, er nimmt so abgefucktes Ding so für 600. Ich hol so einen von eBay Kleinern. Kupplung durch, alles am Arsch. Weil Kleiner zeigt doch so einer, so den ich so Verhandlungsbasis nochmal gedrückt habe, um einen Tausender. Der wird verlost, Digga. Oh mein Gott. Okay, dann machen wir die Tour zu Ende und springen wir meine Base, oder wie? Ja. Oder auch noch Edgaria zeigen eigentlich, oder? Boah, stimmt. Komm mit, Kevin.
Oh, gehen wir zu Paluten Space als nächstes? Yes. Ja, aber da ist halt auch mittlerweile nicht mehr so viel. Okay, lass mich raten, dieses Portal mit dem riesigen Schwein drüber. Jo, ist das mit von mir Paluten? Drauf. Ich bin das. Nee, das ist Fabo. Ja. So. Ah, okay. Meine Base kommt jetzt. So, willkommen in Agaria! Alter, was? Yo. Wie viel hat er gebaut, Bro? Bro, bitte sag nicht er. Wirklich, es war... Warum? Warum? Naja, also, das hier hat Paluten gebaut, das hier, das ist sein Haus. Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Und der Rest? Ja, und den Rest haben alle anderen gebaut. Bro, was? Junge, das sieht aus wie so ein anderer Server einfach. Ja, ja, komplett. Der, das ist auch so krass. Hier hatten wir ein, zwei Gerichtstermine, da hatten wir auch Tod durch Amboss gemacht. Okay, Digga, sag doch nicht Gerichtstermine, Junge. Als wäre er so mit so zwei Kilo Ort erwischt worden in München. Basti, sag das Wort. Wir hatten zwei Gerichtstermine. Ich war die Security. So, einmal bitte hinsetzen. Papa Platte, Sie werden beschuldigt der Plagiatsvorwürfe, was Ihre Content-Formate angeht. Wir haben 58 Beschwerden verschiedenster internationaler Creator. Klar, man holt sich Inspiration aus dem amerikanischen Bereich hier und da. Ich habe aber diese Ideen... Reicht mir, Feierabend. Entschuldigung. Tod durch Amboss! Ja, umbringen! Umbringen! Wir können wirklich zum Amboss-Senator. Der was? Der Amboss-Senator. Wo ist denn der? Bruder, der heißt nicht der Amboss-Senator, Alter. Jungs, ist das kranke Scheiße. Ja doch, hier ist er, der Amboss-Senator 3011. Ach, Mann, ey. Warum 3011? Bro, es ist ein bisschen, also ich finde, Edgar, wie heißt es hier nochmal? Edgaria? Edgaria. Es ist ein bisschen so, als wäre ich gerade auf so einem Minecraft-Server von so einem 12-Jährigen, so low-key. Ey! Der mir jetzt seinen Amboss-Senator zeigt. Checkst du, so als hätte ich so einen kleinen Bruder und der zeigt mir jetzt seine Minecraft-Welt, Bro. Ich bin beim Amboss-Senator, Leute. Wartet noch. Jo. Noch nicht direkt machen, ich muss kurz. Wie er hängt. Noch letzte Worte? Ich habe Minecraft immer geliebt. Ist das dumm. Achso, warte mal, Jungs, hattet ihr im Bett da stehen? Oh, nö. Nein, oh, nö. Oh, nö. Merkt ihr mal ganz kurz hier dieses Haus, Kevin? Aha. Ist so ein Spark, der hat sich jetzt hier einfach auch mit verewigt, hat ein Haus gebaut so. Ja. Guck dir mal das Haus einfach mal genauer an. Prägst dir mal ein, okay? Okay. Guckst dir mal auch hier von der Seite so an, dass du mal so ein Seitenprofil siehst. Okay, was kommt jetzt? Muss ich Angst haben? Genau, und jetzt komm mal mit. Jetzt zeige ich dir mal die Base von Spark. Du wirst es halt mit der Zeit gleich gerendert vielleicht auch langsam sehen. Bro, what the fuck? Wir kommen auf Craft Attack. Ich hab gar nicht gesehen, dass er seinen Skin dahin gebaut hat. Das hat gehittet. Bruder, what? Oh mein Gott. Alter, what the fuck? Junge, er hat's ja richtig ernst genommen. Ich finde, das sieht aus wie so eine Hide-and-Seek-Map, die man sich so bei Planet Minecraft runtergeladen hat. Die so 4000 Downloads hat. Ja. Wenn wir schon beim Thema groß sind, können wir mal in Richtung Trimax fliegen. Ja. Also, Kevin, du weißt ja, dass es jedes Jahr bei Trimax immer um große Kreaturen und Golems und so weiter geht. Mhm. Und dieses Jahr ist es... Vielleicht erkennst du es, was es sein soll. Hier ist er. Nee. Erkennst du nicht? Oh mein Gott, doch. Die wollten den riesen Sniffer bauen. Ich erinnere mich. Junge, aber dann sind die ja nicht so weit gekommen, ne? Nee. Also du brauchst allein 10 Doppelkisten Goldblöcke nur für die Schnauze. Er wollte unbedingt Gold haben und keine gelbe Wolle. Oh mein Gott! Der ist halt krank. Also das hier ist, wie gesagt, das ganze Trimax-Ding, eben auch mit unfassbar vielen Farben. Aber auf jeden Fall mal gucken, ob es fertig wird. Yeah. Wir können als nächstes mal Richtung Bamboo Bay fliegen. Hm? Egal, ob Dinge fertig geworden sind oder nicht, ist es irgendwie schon sehr cool, hier so durchzufliegen und zu gucken, was die Leute gemacht haben. Ja. Das ist halt das Coole, wenn halt unfassbar viele Leute auf dem Server sind. Ja. Schon geil. Wie viele Leute sind insgesamt, Spark, weißt du das? Insgesamt hatten wir über so 65 Teilnehmer ungefähr. Boah.
Alter, das sieht auch nochmal aus wie so ein anderer Server einfach. Das ist genau das, was ich vorhin meinte in Edgaria. Das ist so ganz abseits passiert von dem, was wir gemacht haben einfach. Das ist eine komplette Bucht. Alter. Wow. Junge, das ist übergroß. Ja, also das sollte auch nur die Anfangsstadt sein. Die richtige kommt noch. Alter, holy shit. Also, Bambus Beach Bay Bar, okay. Muss man hier rein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo musste man... Ich glaube, eine Wasserflasche trinken. Ja, genau. Was? Und dann geht's da auf. What the hell? Und ihr habt auch Notenblöcke und Sounds und alles. Mit Soundtrack. Okay, das ist krass. Bro, das ist crazy. Das kenne ich noch nicht mal. Alter, wie aufwendig. Das hört vor allem auch nicht auf, es wird dann immer noch größer. Junge, ja, es wird noch geiler hier. Guck dir mal das hier unten an. Alter! Alter, was? Ein gestrandetes Schatzschiff. Junge, das ist überhart. Ich glaube hier hinten lang, durch den Wasserfall. Ja, hier sieht's richtig aus. Den kann man drücken und dann müsst ihr da runter oder in den Crafting Table. Alter. Barbara. Jetzt sind wir in der Bar unter der Bar. Die Bar unter der Bar unter der Bar. Und jetzt sind wir in der Bar unter der Bar unter der Bar. Wo die Barbara die Theke macht. Oh mein Gott. Geht's hier nochmal runter? Hier soll's nochmal runtergehen. Ich glaube irgendwo hier dann. Und da ist schon ein bisschen vorgebaut, aber. Also nicht wirklich, also so ein kleiner Eingang, also dass es wahrscheinlich nochmal tiefer geht. Alter, holy. Dann können wir Wasser auch zu groß. Die haben Crafted ganz anders, aber auch übelst geil, aber ganz anders genutzt, als wir es getan haben, ne? Ja. Alter, crazy. Ja, dann sprengen wir jetzt die Scheiße. Komm, dann machen wir es jetzt, Leute. Komm. Ja, komm, wir sprengen jetzt deine Scheiße. Jetzt komm, ja, scheiße, Digga, lass die Scheiße aussprengen. Gute Baufolge. Ja. Gab einen kleinen Plot-Twist am Ende, naja. Kevin, gibt es noch wichtige Sachen, die vielleicht gesichert werden müssten? Oh. Mann, jetzt kommt er wieder in den Scheißloch. Oh nee, Jungs, geht nämlich gesagt. Mann, nee, weißt du was? Nein. Das Ding ist so anstrengend zu sprengen, das sind nur Wände. Da platzieren wir schon. Nein, wir platzieren noch nicht. Ach so, ihr seid schon am Machen! Wir sind am Morgen und nicht am Logen. Weg ja, Jungs, damit, keine Zeit! Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, dafür ist Craft Attack für mich zu Ende dann. Aber es was? Nein, das sind shocking Nein. News. Papa Platte spielt nicht mehr Craft Attack weiter? Nein! Mann! Scheiße! Also, ich sage euch ehrlich, das ist die erste Craft Attack Base, die mir wirklich am Herzen liegt. Davor war es mir einfach egal. Der Scheiß hier? Mann, Favo. Nee, es ist die erste Base, die mir wirklich was bedeutet hat. Und ich habe wirklich versucht, sie geil aussehen zu lassen. Man kann aber auch nochmal ganz kurz dazu einwerfen, dass Veto die Base im Replika innerhalb von einem Tag auch nochmal nachgebaut hatte. Also. Ja, aber. Das war aber das Krasseste. Die Leute vergessen, wie viel auch im Kopf passiert ist. Weißt du, er musste ja nur kopieren, ich musste ausdenken. Er hat nur kopiert, ich habe erschaffen. Scheiß Gefühl. Oh. Hast du nicht von Wilbo nachgebaut? Ja, ich hab so eine. Nicht nachgebaut, aber ich hab. Ja, ein bisschen. Ja, komm. Komm, wir sind alle am Lachen. Okay, kann mir jemand seinen Bogen geben? Ich hab keinen. Komm. Wir beenden das. Das ist ein großer Moment. Hat jemand einen Pfeil? Puh, gib mal bitte einen Pfeil. Wir beenden das Ding jetzt. 3, 2, 1. Spoiler! Ich hab getroffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist vorbei! Oh, es ist vorbei! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Weg mit allem! Oh mein Gott, die Base ist vorbei! So viel Arbeit! So viel Herzblut, Bro! Was für ein Naja haben! Alter, endlich! Oh mein Gott! Da ist noch TNT über! Oh mein Gott, es ist vorbei. Freunde. Es war mir eine Ehre, diese Craft Attack Staffel mitzuspielen. Ich hatte wirklich unfassbar viel Spaß. What the fuck, es war 10 aus 10. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Danke auch für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
Jungs. Schön gesagt, Papa Platte, Craft Hilfe! Scheiße. Jungs, ich werde euch vermissen. Macht's gut. Smash den Like-Button!